geht wieder los. 30 Kilometer bis Caminha. Und wir verlassen dieses schöne Alberge. Guten Morgen, liebe Mitpilgernde. Tag Nummer 4 auf dem Camino Portugues. Beginnt so kurz vor 7 Uhr. Es ist windig, es ist kühl und es ist auch ein bisschen bewölkt. Aber cross fingers, dass es heute nicht regnet und auch in den nächsten Tagen bitte nicht. Aber wir nehmen es, wie es kommt. The Camino will provide. So, heute geht es ja in die Richtung, da. Immer entlang der Küste. Vielleicht gehen wir ab und zu mal zum Beach. Ab und zu mal wieder ein bisschen Inland. Ein bisschen wie gestern. Ich hoffe, wir finden den Weg so halbwegs. Und unser Ziel heißt heute Caminha in roundabout 30 Kilometern. Ich möchte nochmal dieses wunderbare Alberge empfehlen. Casa La Carolina. Frühstück gab es dazu morgens. Es gab Handtücher, es gab schöne Betten. Es gab, okay, die Kissen hier in Portugal sind so ein bisschen wie Steine, also so wie Felsbrocken. Man kann sie nicht so wirklich falten, nicht wirklich weich, aber ist okay. Schlaf ist eigentlich auch gut, immer. Aber es war jetzt schon die dritte Nacht oder so, wo ich einfach wach werde, einschlafe, wach werde, einschlafe, wach werde, einschlafe, wach werde, einschlafe. Keine Ahnung warum. Wie ihr gesehen habt, sind heute natürlich Kerstin und Tom dabei. Unsere neuen Camino-Familienmitglieder seit Apulia und Villacha. Und wie das so ist, wenn man sich unterhält, man vergisst die Kilometer, die man zurückgelegt hat. Und schwupps, hüpft man über den Fluss Lima in die Stadt Viana do Castelo, beim Heiligtum der Santa Lucia, einer Kirche, die wir aber nur aus der Ferne betrachten.
gucken wir echt eine Weile in unser Smartphone. Und wir brauchen eine Weile, um das geeignete Plätzchen für unser Mittagessen zu finden. Und schließlich entscheiden wir uns für ein richtig gutes Restaurant direkt am Strand. Just stop it sooner than you. I think I'm gonna stay here. 20. Zum ersten Mal, glaube ich, kann ich wirklich sagen, dass der Weg entlang der Coastal Route traumhaft ist. Irgendwann bleiben unsere Füße aber plötzlich im Sand stecken. Was ist denn nun los? Nun, wenn der Schotter oder Asphalt endet, beginnt das, was man gemeinhin unter natürlicher Umgebung versteht. Dann heißt es stapfen, bis dir die Zivilisation zuwinkt. Hey, hier drüben haben wir wieder alles mit Teer zugeschüttet. Komm rüber hier! Und so sehr wir uns dann schon an die Natur gewöhnt haben, den Sand, die Möwen, die dich zu fragen scheinen, ob du ein Teil der Natur bleiben willst, oder ob du dich unverhältnismäßig arrogant über sie erheben willst, nickst du ihnen zu, wendest dann aber deinen Blick ab, obwohl du weißt, dass das falsch ist. You know, you gotta do what a man needs to do. Du musst also, auch wenn alle in Frage stellen, wohin du gehst, zum nächsten Ufer wechseln. Heute ist übrigens unser letzter Tag in Portugal. In Caminha besteigen wir morgen ein Boot, um den Rio Minho nach Spanien zu überqueren. Das hier ist schon mal eine Trockenübung. Vorbereitung ist alles, weißt du? Kennst mich. Tom bleibt noch einen Tag in Portugal. Und Kerstin nimmt eine andere Route entlang des Flussufers. Mike hat 47.000 Schritte gezählt. Ist mir egal. Hauptsache ich kann mein Backpack abnehmen. And then and now to go to the pharmacist. Yes. Then we try and get something. Is it your ankle? Because I don't think it's the best for you to walk right now, even if it's close. Und die Zeit nach dem Stempel im Alberge verbringen wir, du errätst es schon, mit Duschen, Bett vorbereiten, Batterien aufladen, einem Gang zum Supermarkt, um die Vorräte aufzufüllen. Und einem ziemlich ausgedehnten Bummel durch die Stadt, die übrigens sehr, sehr schön ist. Und wir wollen auch schon mal schauen, wo morgen das Boot ablegt. Schließlich
finden wir ein gutes Restaurant, wo es sogar ein Pilgermenü gibt. Dann mal guten Appetit. Guten Abend, liebe Mitpilgernde, hier aus dem Alberge Bom Caminha. Hier unten ist mein Bett und es war ein sehr langer Tag heute, aufgebrochen heute früh in Anha, entlang der Küste. Es hat immer mal wieder geregnet, wir mussten immer mal wieder einen Poncho anziehen und es war eigentlich gar nicht so anstrengend und trotzdem bin ich heute am Abend dann doch sehr, sehr ermüdet. Und ich merkte auch heute wieder, wie mehr und mehr Alltag von mir abperlte und wie ich mich von Mal zu Mal besser fühlte. Und wir hatten heute ja eine erweiterte Camino-Familie um uns herum. Der Tom und die Kerstin waren bei uns. Wir haben eigentlich die ganze Zeit geredet und so ein bisschen mit Unterhaltung die Zeit vertrieben. Ja, war schön, ja. Und am Abend nochmal lecker gegessen. Das Essen hier in Porto ist üppig. Seafood ist einfach ohne Ende vorhanden und das war lecker. Und es reicht eigentlich auch immer für zwei Tage. Ich glaube, gestern habe ich nicht so viel gegessen. Ich glaube, nur eine Suppe und vorgestern eben wieder ganz viel. Heute auch wieder eigentlich nicht viel. Es war ja nur ein Teller. Es war nur ein Teller und eine Vorspeise. Und ich bin so voll. Ich bin so voll und wir sind alle so müde. Wir werden jetzt alle gleich ins Bett fallen. 31 Kilometer waren es heute entlang der Küste. Immer wieder durch Regen. Lange Pause gemacht heute zwischendurch. Kaffee getrunken. Camino Portugies gefällt mir. Entlang der Küste. Littoral teilweise, also Littoral und teilweise Coastal. So, da gibt es ja drei Unterschiede. Littoral ist direkt an der Küste. Coastal ist ein bisschen jenseits der Küste. Und dann gibt es noch die Central Route. Die gehen wir aber nicht. Vielleicht gehe ich die irgendwann mal, aber nicht diesmal. Diesmal, heute, für heute, sage ich mal, gute Nacht. Ich lege mich ins Bett. Wir sehen uns morgen. Dann ist schon Tag 5 auf dem Camino Portugies. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn du bei YouTube bist, dann gib mir einen Daumen hoch und abonniere den Kanal natürlich. Also bis dann. Ciao.